Es ist wieder soweit. It's Clobbering Time! 8-Bit-Klamotten und Merchandise. Bastelspaß mit Modulok. Dies alles zeigen wir euch gleich. Lieber Ted und liebe Zuschauer, was habe ich euch heute mitgebracht? Das Thema, was ich heute habe, ist 8-Bit-Klamotten bzw. Merchandise. Speziell will ich da auf 8-Bit-Zombie eingehen. Das ist ein ziemlich geiler Dude aus den USA. Im Hintergrund seht ihr auch schon die Webseite von ihm. Ich gehe mal hier rein. Also ist schon mega fancy gemacht. Auf jeden Fall. Tada! Da ist der Shop. Wie bin ich eigentlich auf das Thema heute gekommen? Ich habe nämlich in meinem Fundus festgestellt, dass ich Turnschuhe besitze mit, wir fangen erstmal mit dem Uncoolen an. Das ist ein Puma Disc-System, Gedöns, bla bla. Die Sneaker Kings wissen jetzt genau, wie das Ding heißt, weil es hat irgendwie eine andere Bezeichnung. Ich sag dazu nur Disc, weil du kannst den zudrehen. Und hier sind Tetris-Steine drauf. Ich habe den vor gefühlt 10 Jahren mal in Berlin gekauft und festgestellt, Moment, hier ist da irgendwas mit Videospiel-Scheiß. Und dann habe ich festgestellt, dass ich einen in Super Mario Bros. 1 NES-Version Design Puma Turnschuh besitze mit hier übelst fancy Scoreboard aus dem Inlay. Steine. Hier hast du das Mauerwerk vom Castle. Du hast hier das Pixel Puma Logo. Ihr seht es ja dann nochmal in einem Detail. Lange Rede, kurzer Unsinn. Das soll nicht das Thema sein, sondern 8-Bit Zombie. Ich habe hier ein 8-Bit Zombie T-Shirt an. Und zwar, das wurde übelst geil in diesem Container, in diesem US-Container geliefert. Sehr Turtles-lastig, also 8-Bit Zombie, schaut am besten mal auf seine Webseite. Die ist 8-bitzombie.bigcartel.com beziehungsweise einfach nur www.8bz.com beziehungsweise bei Instagram findet ihr den auch. Und der macht so fancy Sachen wie zum Beispiel Aufnäher mit dem Power Glove drauf. Dann hier dieses 8-Bit Zombie Basecap, die Reihe hat er gar nicht mehr, aber der bringt immer wieder neue raus. Und du konntest immer dieses Cappy hier hochklappen und hier haben wir jetzt eine Mumie, also das sind jetzt hier diese Viecher aus dem, wie hieß der Film, Monster Squad? Monster Squad, hier sind jetzt die Viecher von Monster Squad drauf. Hier, das ist auch das Neueste, das habe ich mir erst vor 2 Wochen bestellt. Das ist quasi das Video Armageddon Power Player Logo aus dem Film The Wizard. Müsste eigentlich jeder von euch kennen. Und der Typ macht halt extrem geile Prints. Also der macht zum Beispiel auch Custom Action Figuren, macht der. Macht Aufnäher, macht Buttons, also hier so eine 8-Bit-Pixel-Buttons ist relativ. Aber alles basierend auf den Stuff der 80er, alles. 90er, ja. Also sind zum Beispiel auch in jeder Packung, jedes Mal, wenn du was bestellst, bei dem packt er dir auch so geile Gimmicks mit rein, wie hier zum Beispiel so eine kleine Figürchen, dann Sammelkarten noch aus den 80er, 90ern. Hier ist eine Sammelkarte von Bill und Ted's Bogus Journey. Dann haben wir hier noch alte Sammelkarten, Trading Cards von den Turtles, von He-Man, vom A-Team. Hier haben wir Mr. T dabei. Und der packt halt wirklich geiles Zeug mit dabei. Und der macht das halt auch so mit Herzblut. Also die Sachen sind sehr bezahlbar, ist jetzt nicht wirklich teuer. Gut, man muss halt schauen, dass man ein bisschen Zoll bzw. ein bisschen Shipping bezahlen muss. Aber es ist von Fans für Fans gemacht. Und das ist wirklich mit so viel Detailliebe gemacht. Und es ist jetzt nicht einfach nur so ein Abklatsch, wie ich bringe jetzt mal jetzt eine Actionfigur raus oder ich drücke jetzt mal irgendwie eine Turtles-Figur oder He-Man oder Thundercats mit drauf. Sondern das Spektrum ist komplett. Also ihr werdet es dann auch nachher sehen. Apropos Figuren, er hat auch Figuren selber gemacht. Ja, ne? Der hat zum Beispiel die Figur Thrash Tor entwickelt. Das ist quasi ein Skeletor mit so 80s Dude Klamotten an, mit einem Skateboard dazu. Da gibt es eine normale Version in grün, eine Version, die ist nachtleuchtend, und dann gibt es noch eine, die ist irgendwie komplett transparent, wie auch immer. Also der ist auch schon so weit, dass der halt auch wirklich so Custom-Action-Figuren macht. Es gibt so eine Lunchboxen von früher. Ich selber hatte früher so eine Lunchbox gehabt, da war ein Turtles-Logo drauf, da waren meine ganzen alten Gameboy-Spiele drin, bis mein Neffe, Gruß an Julius, irgendwann mal diesen Koffer verloren hat mit meinem alten Gameboy und meinen alten Spielen. Da war unter anderem auch Pokémon, die blaue Edition, dabei mit allen 150 Pokémon. Und der macht halt wirklich super geilen Merch. Also es lohnt sich, das wirklich mal hinzuschauen, weil kommt auch regelmäßig neue Sachen dazu. Immer wieder. Oder? Also der macht irgendwie im Quartal, macht ja immer wieder eine neue Produktrange. Ja. Und ihr habt auch die Möglichkeit, so alte Sachen, die ihr jetzt nicht abverkauft, wirklich für einen schmalen Taler. Also ich habe jetzt letztens dort ein paar Shirts bestellt für $5 das Stück. Mhm.
Es ist wirklich mega. Und das Geile ist halt auch, dass du teilweise dort Prints hast oder Figuren hast oder irgendwas, wo du sagst, stimmt, das gab es ja damals auch. Der hat zum Beispiel auch diese Garbage Patch Kits. Es gab ja diese Cabbage Patch Kits damals und dann gab es diese Garbage Patch Kits. Und das ist Das zum hier, Beispiel ja. hier so eine Trading Card, wo so eine Comicfigur von dem Lucas drauf ist. Also der bringt so viel geilen Stuff nochmal mit raus. Hier ist zum Beispiel auch noch eine Sammelkarte von den Goonies. Also der verhackstückelt wirklich so viel geilen Scheiß in seinem Stuff. Also ist nur zu empfehlen. Und ich finde halt, es gibt draußen ja genug Merchandise, es gibt genug T-Shirts mit Super Mario drauf, genug mit Sonic und diesen ganzen Stuff oder Commodore 64 Logos und so ein Was Kram, quasi jeder Nerd hat was irgendwie. wirklich jeder Nerd hat. Und bei 8-Bit Zombie ist halt das Geile, der hat ein paar Designer am Start, die machen ein paar geile Logos, die machen ein paar geile Designs, es ist hochwertig und einfach nur zu empfehlen. Von daher, ja, es handelte sich hierbei jetzt um 5 Minuten Werbespot für 8-Bit Zombie und nein, wir kriegen kein Geld Kein Geld dafür. dafür. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich Ja. sehe auch, du nimmst die Patches zum Beispiel für deine Westen. Da Ja. machen die sich super drauf. Wenn du dann hier siehst, My Pet Monster, wo du jetzt Ja. hier die Monster sitzen Ja. hast, das passt super auf so eine schwarze Weste, so ein Neon-Monster dann Ja. drauf. Es ist halt auch kein billiger Trash-Kram. Es ist gerade so das Thema Aufnäher durch meine Klamotten, die ich mache. Ich suche halt ständig nach hochwertigen Aufnähern. Ich habe zum Beispiel so eine Akira-Jacke mal nachgemacht, wie schwer das war, ein geiles Citizen-Logo zu bekommen oder ein geiles Canon-Logo als Aufnäher. Und die machen wirklich hochwertigen Stuff. Ja, das wäre jetzt quasi das Thema 8-Bit-Zombie und 8-Bit-Couture und Merch speziell auf diese Figur. Ich werde demnächst dann auch noch auf zwei, drei andere Künstler mit eingehen, aber mir war das jetzt halt eine Herzensangelegenheit, über ihn mal ein paar positive Sachen zu sagen. Und ja, das wäre jetzt mein Part gewesen für die jetzige Folge und jetzt übergebe ich an Tizzeroni. Was hast du für uns Ganz mitgebracht? genau.